Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu About Me. Heute geht es um das, was ich beantworten musste, was in meinem Freundebuch abgefragt wurde. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was da drin steht, weil ich ewig nicht reingeschaut habe. Deswegen machen wir das heute mal zusammen. Das hier ist mein altes Freundebuch. Natürlich mit Hunden drauf, so wie man mich kennt. Früher war bei mir alles voller Hunde zugekleistert. Ich war der übelste Hundefan, bin ich immer noch. Aber damals hatte ich halt auch noch keinen Hund. Deswegen alles mit Hunden. Ja, es ist schon echt alt, sehr alt. Ich habe das in der Grundschule gekriegt und man sieht, es ist ein bisschen abgewetzt vielleicht. Aber das ist ja auch logisch, wenn es jeder mit sich nach Hause genommen hat und eingetragen hat. Gab es bei euch auch Freundebücher? Oder gibt es bei euch noch Freundebücher? Ich fand das immer richtig cool, weil man echt schöne Erinnerungen eigentlich an alles hat und an jeden hat. Und ich schlage es einfach mal auf. Oder blickt mich ja schon ein sehr süßes Mädchen an? Ist es nicht ein süßes Bild? Ich mit meinen beiden Kuscheltieren. Ja, ich bin auch der übelste Kuscheltier-Fan oder war es früher. Alles voller Kuscheltiere. Ich fange gar nicht davon an. Der ganze Dachboden ist, glaube ich, noch voll. Und ja. Aber fangen wir an. Mein Name, naja, Kaya, weiß ja jeder. Meine Adresse werde ich, glaube ich, nicht nennen. Meine Telefonnummer auch eher weniger. Aber fangen wir doch mal an beim Geburtsdatum. Und zwar ist das der 3. Mai 1999. Ja, ich werde 20 dieses Jahr. Und bin dementsprechend natürlich auch Sternzeichen Stier. Das hat sich auch nicht verändert. Was ich natürlich, habe ich ja gar nicht gesagt, in dem Video möchte ich euch natürlich so ein bisschen einmal so einen Steckbrief von mir geben, dass ihr so die ganzen groben Infos mal von mir habt. Und vielleicht noch ein paar Informationen, auf die ich gar nicht gekommen wäre oder die sich halt von damals zu heute total verändert haben. Ich dachte, das ist interessant. Lasst es mich wissen, ob ihr das genauso empfindet. Aber ich dachte, es wäre so. Wenn nicht, tut mir leid. Aber jetzt kommen wir zu meiner Größe, denn das ist das Erste, was sich tatsächlich verändert hat. Ja, damals war ich 1,30 groß. Das ist sehr, sehr süß. Da war ich, glaube ich, 6 oder 7, als ich reingeschrieben habe. Ich glaube 6. Und da war ich 1,30 Meter groß. Jetzt bin ich 1,74 Meter groß, wenn nicht sogar 75. Manche Leute munkeln, ich wäre ein bisschen größer geworden. Aber mein letzter Stand ist 1,74. Meine Haarfarbe hat sich natürlich nicht verändert. Was heißt natürlich? Ist ja nicht immer selbstverständlich. Aber ich bin blond geblieben. Ich war immer blond. Ich stehe dazu. Ich glaube, ich bin nur ein bisschen dunkler geworden. Früher war ich dann doch ein bisschen hellblonder, würde ich mal so sagen. Und meine Augenfarbe blau, das stimmt natürlich auch immer noch. Und jetzt kommen wir zu Klasse und Schule. Ja, ich gehe natürlich nicht mehr in die 1C. Was aber ganz witzig ist, ist, dass ich mein Leben lang immer in der C war. Bis auf die Oberstufe, das war ein bisschen schade. Aber ich war tatsächlich von der 1. bis zur 10. immer in der C-Klasse. Und das hat mich sehr stolz gemacht. Da habe ich gesagt, in der Oberstufe will ich auch C werden. Und dann wurde ich D. Ich hätte das Profil wechseln müssen und hätte zu den Sportlern gehen müssen. Der Preis war mir zu hoch, dann bin ich doch lieber in mein favorisiertes Profil gegangen und nicht in die C. Schule ist natürlich auch nicht mehr die Grundschule, in der ich damals war. Ich gehe jetzt ja sowieso und nicht mehr in irgendeine Klasse. Ich bin im ersten Semester in meinem Studium und ich studiere Media Acting und Moderation in Hamburg. Das hat sich auf jeden Fall schon mal grundlegend geändert, würde ich sagen. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsfach. Entweder mir ist nichts eingefallen oder ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe auf jeden Fall nur alle geschrieben. Ich glaube einfach, Mathe war damals noch nicht so scheiße, wie ich es jetzt empfinde oder in der Oberstufe empfunden habe. Definitiv, sonst hätte ich dann wahrscheinlich alle außer Mathe hingeschrieben. Später war mein Lieblingsfach auf jeden Fall Philosophie. Auch wenn sich vielleicht manche jetzt wundern, ich hatte auch Schauspiel in der Schule, aber meine Lehrerin war da so schlecht. Was mich so aufgeregt hat, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jemanden, der euch etwas über etwas beibringen möchte, der gefühlt nicht mal die Hälfte der Ahnung hat. Und das klingt total überheblich, aber das haben alle genauso gesehen, weil die wirklich einfach fast gar nichts konnte. Also die hat mit uns Übungen gemacht, die nur Sinn ergeben, wenn man sie erklärt. Und sie hat sie nicht erklärt und alle dachten, was machen wir hier? Wir haben Kinderspiele gespielt zum Aufwärmen. Niemand hat es verstanden. Fischer, wie tief ist das Wasser? Ist einfach keine vernünftige Theateraufwärmübung, wenn sich alle dabei auch noch lächerlich fühlen. Das ist echt komisch. Vor allem, weil das in der Oberstufe war und da alle so 18 waren um den Dreh.
Nee, das ist, nee. Fanden wir nicht so cool. Deswegen war Schauspiel leider nicht mein Lieblingsfach, auch wenn ich es mir gewünscht hätte. Aber Philosophie fand ich echt richtig gut und hatte ich immer Spaß dran. Dann kommen wir zum Lieblingssport. Damals war es Fußball. Sehr spannend. Ich habe damals anscheinend auch Fußball gespielt. Mit 5, 6 habe ich, glaube ich, Fußball gespielt. 7 weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann habe ich aufgehört, weil es bei uns so war, dass wir sehr viele kleine Kinder waren. Und man kann jetzt nicht eine ganze Mannschaft mit hinnehmen und ständig Kinder auf die Bank setzen und die dann nichts machen lassen. Dann hat man halt nur so viele mitgenommen, wie man es fürs Spiel gebraucht hat und nicht irgendwie mehr. Logischerweise. Also natürlich auch Auswechselspieler, aber wir waren eine sehr große Mannschaft und dann sind natürlich immer Kinder zu Hause geblieben und dann hatte ich halt irgendwann keine Lust mehr, weil ich immer trainiert habe und nicht mehr zum Spiel gekommen bin und so weiter. Aber ich habe auch tatsächlich früher allen möglichen Sport gemacht. Ich habe getanzt, ich habe Basketball gespielt, zweimal glaube ich sogar. Ich wollte mal Tennis spielen, hat nicht geklappt, habe ich aber immer irgendwie so hobbymäßig zu Hause betrieben und ja, keine Ahnung, alles Mögliche. Ich bin mal geschwommen, aber nicht professionell natürlich, sondern ja, eigentlich nur die Abzeichen so. Aber hat mir auch Spaß gemacht. Aber richtig Hobby. Was habe ich denn noch gemacht? Keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte alles. Vielleicht habe ich auch was vergessen. Egal. Auf jeden Fall, Fußball, einer meiner Lieblingssportarten, würde ich heute auch gerne noch machen. Aber Theater ist bei mir dann an erster Stelle und da passt Fußball leider nicht rein. Das ist sehr schade. Und außerdem kamen dann gerade heute kam das dazu. Nein, heutzutage ist es bei mir so, dass da noch ein anderer Sport dazu kam, beziehungsweise verschiedene Arten auch. Und zwar kickboxe ich ja jetzt, beziehungsweise mache Krav Maga, das sind ja nochmal ganz andere Sachen, aber das mache ich halt im gleichen Gym. Und ja, das macht mir auch sehr viel Spaß. Das mache ich im Moment. Danach kommen so meine Freundinnen, meine Freunde und so. Das ist unnötig. Ich kann jetzt nicht meine Freunde aufzählen oder meine Freundin, nachher vergesse ich irgendjemanden oder irgendjemand denkt sich, warum hast du mich jetzt nicht genommen? Magst du mich nicht mehr? Ja, in meinem Alter ist das manchmal auch noch genauso kompliziert wie damals. Deswegen zähle ich das auch gar nicht erst auf. Ich kann höchstens sagen, meine beste Freundin kennen ja wahrscheinlich schon einige von euch. Ich glaube, sie war noch gar nicht in dem Video dabei, kommt aber auf jeden Fall auch noch. Was war das denn? Aber einige von euch haben sie, glaube ich, auch schon auf Instagram mal in der Story gesehen oder so. Also, da war sie schon öfters dabei. Dann kommen wir zu meinen Hobbys. Was ich interessant finde, überschneidet sich ja eigentlich immer ein bisschen mit Sport. Damals habe ich geschrieben, Tauchen. Sehr amüsant. Vielleicht wollte ich damit meine Mutter auch nur ein bisschen ärgern, weil ich viel lieber getaucht bin, als dass ich geschwommen bin. Und meine Mutter immer gesagt hat, jetzt schwimm mal ein bisschen mehr, sonst verlernst du das nachher noch. Und dann werde ich immer abgetaucht, weil ich Tauchen so viel cooler fand als über der Oberfläche und war halt irgendwie so eine richtige Wasserratte, die immer unter das Wasser musste und ja, fand ich einfach sehr, sehr viel cooler. Meine Hobbys heute sehen aber tatsächlich ganz anders aus. Also, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Also, alles mögliche Künstlerische gehört dazu. Ich singe super gerne. Ich tanze ja auch super gerne. Ich zeichne super gerne. Ich bastel super gerne. All das, so künstlerische Richtung. Dann fahre ich super gerne Longboard. Ich sag die ganze Zeit super gerne, oder? Ich fahre auch sehr gerne Longboard. Ich spiele Theater. Ja, wie gesagt, Kickboxe, Krav Maga, halt der Sport. Was gibt's noch? Ich lerne nebenbei Japanisch, wenn ich Zeit habe, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ich mache natürlich YouTube. Ist natürlich auch irgendwo mein Hobby. Natürlich. Und ja, gibt bestimmt einige Sachen, die ich vergessen habe. Animes, schau. Anime, nicht Animes. Es heißt nicht Animes. Oh Gott. Ich krieg's nicht auf die Kette. Anime schauen. Oder Manga lesen. Oder ich weiß nicht. Alles Mögliche, Leute. Ich kann das nicht alles aufzählen. Ich mag zu viele Sachen viel zu gerne. Dann kommen wir mal zu meinem schönsten Film. Das ist echt schwer. Aber damals habe ich geschrieben, Die Unglaublichen. Finde ich tatsächlich heutzutage immer noch sehr cool. Auch auf dem Rückflug von Japan weiß ich noch, dass Dario und ich uns den neuen Die Unglaublichen 2 angeguckt haben. Das fand ich sehr geil. Das war endlich mal so der Film, auf den man ewig gewartet hat. Ewig. Und dann kam er und der war echt cool. Also ich finde, da haben sie eine gute Fortsetzung geschaffen. Naja, aber nicht so viel über Die Unglaublichen heutzutage. Boah, total schwer. Mein Lieblingsfilm. Also bis vor kurzem hatte ich noch so gesagt, also ich. Bei den Filmen ist es eigentlich ungefähr bei mir so wie mit der Musik, wie ich es im letzten Video ja schon gesagt habe. Ich höre ja ungefähr so alles, was es so gibt an Genres.
Und das ist bei Filmen ähnlich. Also ich gucke jetzt, bin jetzt nicht so der Horrorfan. Ich finde sowas super spannend und schaue es sehr gerne. Aber später bereue ich das sehr, weil ich eine, glaube ich, sehr große Vorstellungsgabe habe und mich sehr in Sachen reinsteigern kann. Und dann denke ich die ganze Zeit, jemand will mich umbringen. Deswegen nicht so gerne Horror. Aber ansonsten gucke ich super viel. Also von Comedy bis zu Liebesdrama, Komödie. Komödie ist Comedy, irgendwo ergibt keinen Sinn. Science Fiction, alles irgendwo, ja. Ja, also bis vor kurzem hatte ich noch gesagt, zum Beispiel, ich fand Star Wars 8 mega geil und jetzt kommen alle so, ja, da gab es aber so viele Sachen, die waren voll kacke und so, ja, ist mir egal. Ob ja jetzt ein paar Szenen irgendwie nicht so viel Sinn gemacht haben, war mir wurscht. Ich fand die Intention hinter dem Film geil und Punkt. Ich mochte den Film sehr gerne. Aber so ein Lieblingsfilm, ich glaube, das ist. Ich glaube, ich weiß, welchen Film ich euch nenne. Den nenne ich aber nur mein Lieblingsfilm. Nicht, weil das so eine überragende Darstellungsleistung ist vom Regisseur oder von keine Ahnung was, von den Special Effects. Sondern es ist eigentlich ein ganz simpler Film. Der heißt Liebe kennt keine Ferien, ist jetzt ein bisschen kitschig vielleicht für manche oder hört sich für manche nach der typischen Liebeskomödie an, aber ich hätte es auch nicht gedacht. Tatsächlich habe ich den Film einfach mal so geguckt, weil ich dachte, oh, ich habe Bock irgendwie mal so einen Film wieder in die Richtung zu schauen. Und dann konnte ich mich mit vor allem mit der einen Rolle so unglaublich stark identifizieren und da möchte ich gar nicht so weit ins Detail gehen, aber ich wurde ungefähr. War eigentlich genauso wie sie mal von einem Typen verarscht und konnte es einfach so gut nachvollziehen. Und ich habe diese Frau so gefühlt und ich saß die ganze Zeit vor diesem Film und habe geheult und gesagt, oh mein Gott, das ist genau mein Leben. Es hört sich an wie nach der typischen Frau, die gerade in einer Krise steckt und Liebesfilm schaut und irgendwie heult und Liebeskummer hat. Aber tatsächlich war ich komplett über diesen Typen hinweg, aber dass es jemandem genauso passiert ist und das ist wirklich eine abwegige Geschichte eigentlich gewesen, die da passiert ist, weil man denkt, diese Masche zieht doch kein Typ wirklich in echt ab. Und das war tatsächlich so. Also falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr ja mal raten, welche Story mir denn passiert ist, aber das gehört hier nicht hin. Aber ja, wie gesagt, ich konnte mich sehr, sehr gut mit der identifizieren und deswegen hat mich der Film überzeugt und ist einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten und zwar ist das mein schönstes Buch. Und ich war so ein lustiges Kind, ist unfassbar. Ich habe geschrieben Sparbuch. Ha, witzig. Und ich habe geschrieben Felix. Wer von euch hatte auch mal diese Felix-Bücher, die Reisen von Felix und, oder Briefe von Felix? Ich fand die so geil. Ich fand die so geil. Ich habe es geliebt, mich in so ein Buch richtig reinzuversetzen. Und dann gab es da auch noch diese Briefe. Also, geilsten Bücher damals für mich. Auf jeden Fall. Und das Sparbuch fand ich anscheinend auch sehr toll. Aber heutzutage ist es sehr, sehr schwer für mich zu beantworten, weil ich kaum lese. Wirklich kaum. Weil ich einfach gar nicht dazu komme. Ich lese mal einen Manga oder mal irgendwelche englischen Stories, aber das sind alles keine richtigen handfesten Bücher. Das letzte, was ich als Buch richtig gelesen hatte, war, glaube ich, so Schullektüre. Aber da gab es ein Buch, was ich tatsächlich ganz geil fand. Weil wir das aus einer Liste aussuchen durften, also welches Buch wir da jetzt nehmen. Und dann habe ich gesagt, ich nehme das Buch, das interessiert sich, hört sich interessant an. Und ich fand es natürlich auch her. Natürlich allein. Ich fand es nachher tatsächlich auch echt gut. Es war im Westen nichts Neues. Das ist jetzt ein bisschen verstaubt irgendwie, aber es ging um den Ersten Weltkrieg und wie sich die Soldaten damals gefühlt haben. Man hat den so verfolgt und das ging einem irgendwie schon richtig nahe. Leider musste ich das halt total durchballern, weil ich dieses Buch schnell fertig haben musste und dazu was ausarbeiten musste. Aber an sich fand ich das schon echt gut. Vor allem, weil man sich sehr gut in die Lage von denen reinversetzen konnte und das hat mich bewegt. Aber jetzt so ein richtiges Buch, was mich, weiß nicht, was ich aus Fun gelesen habe, so viel zu lange her, um zu sagen, dass irgendwas mein Lieblingsbuch ist. Da muss ich mich in den Ferien auf jeden Fall nochmal ranmachen. Kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das Mein Haustier. Damals habe ich geschrieben Theo. Theo war mein Wellensittich. Mein Bruder hatte auch einen. Das war Flitzi. Und die sind auch ziemlich alt geworden, aber natürlich jetzt schon verstorben. Also die haben wir wirklich gekriegt, als wir wirklich sehr klein waren. Und heutzutage ist das mein Hund Balu.
den wahrscheinlich auch sehr viele von euch kennen, vor allem von Instagram, aber auch aus ein paar Videos schon. Der ist ein kleiner Sonnenschein und ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Auch wenn er manchmal wie so ein kleiner Bruder total nervig ist, einem übelst nerven und abfacken kann und einem Aufnahmen zerstören kann wie kein zweiter. Aber er ist trotzdem mein Sonnenscheinchen. Und ich war sehr glücklich, dass ich ihn bekommen habe. Aber ich glaube, dazu komme ich gleich noch. Ja, als nächstes kommt, das wünsche ich mir, damals habe ich geschrieben, ein Hund. Wie hätte es anders sein können? Übelster Hundefan, hatte mit 6, 7 noch keinen Hund und wollte unbedingt einen Hund haben. Also habe ich mir einen Hund gewünscht. Habe ich meine Eltern damit genervt, bis ich mit 8 dann einen bekommen habe, also Baloo. Was wünsche ich mir denn heute? Was würde ich da heute eintragen? Also Standard Gesundheit und so wünscht man sich natürlich, aber ich glaube, heutzutage würde ich mir wünschen, dass ich mit den Leuten, die mir wirklich richtig wichtig sind, also so meine besten Freunde oder Menschen, die mir einfach unglaublich wichtig sind, wie gesagt, dass die nicht mehr aus meinem Leben verschwinden, weil ich das schon sehr oft in meinem Leben tatsächlich hatte, dass ich Freunde hatte, die mich von einem auf den anderen Tag im Stich gelassen hatten. Vor allem, weil ich auch mehrere männliche Freunde auch schon in meinem Leben hatte, also Kumpels halt. Und die haben dann manchmal mehr in der Freundschaft gesehen und haben dann gesagt, ciao, du willst nichts von mir, dann bin ich weg. Von einem auf den anderen Tag und du dachtest, es wäre ein richtig guter Freund. Das waren so die Momente, da war ich echt richtig kaputt. Das ist echt sehr deprimierend. Aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Leute, die ich wirklich liebe, dass ich sie für immer so lieben darf und weiter in meinem Leben haben darf, wie das jetzt ist. Auch wenn das wahrscheinlich sehr unrealistisch ist, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es so bleibt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was ich gar nicht mag. Da habe ich was reingeschrieben, was meine Mutter damals gar nicht gut fand, weil ich geschrieben habe, dass ich es nicht mag, wenn Marek mich ärgert. Und Mama fand es natürlich nicht gut, weil es ja bei allen so rüberkommt, als wenn Marek mich ständig ärgert. Dabei haben wir uns gar nicht oft gestritten. Wir waren eigentlich total süß miteinander. Wir haben uns jeden Morgen getroffen und Anime bzw. Pokémon geguckt und gezockt oder Digimon geguckt. Alles haben wir zusammen gemacht und wir waren eigentlich schon so ein bisschen so ein Herz und eine Seele. Haben uns natürlich auch mal gestritten, aber ist ja auch nachvollziehbar, dass ich da nicht mag, wenn wir uns streiten. Weil ich ja lieber mochte, wenn wir uns nicht streiten. Also ich kann mich schon nachvollziehen mit meinem Punkt damals. Was mag ich denn heute gar nicht? Natürlich auch das. Ich mag es natürlich nicht, mich mit meinen Lieben zu streiten. Aber ja, was mag ich gar nicht? Ich glaube, das, was ich am wenigsten mag, ist, dass wenn ich meine Zeit verschwende. Also das hatte ich vor allem im Abitur total doll. Dass ich immer in der Schule saß und mir gedacht habe, was mache ich hier? Das ist die größte Zeitverschwendung meines Lebens. Ich lerne hier nichts dazu, was später für mich wichtig ist, und man saß da teils nur rum und hat nichts gemacht oder nur Grütze gelernt. Wer braucht eine Gedichtsanalyse, Leute? Wer braucht einen Trocheus? Wer braucht einen Jambus? Nobody! Und da hätte ich sehr viel lieber sinnvolle Sachen gelernt. Das sind so Sachen, die ich nicht mag. Zeit verschwenden. Oder wenn man irgendwo hockt und auf jemanden wartet oder wenn jemand nicht in die Gänge kommt oder so. Kann ich nicht leiden, weil ich recht wenig Zeit habe, wie viele von euch ja wissen. Und in der Zeit hätte ich bestimmt schon 3 Bücher lesen können. Aber ich konnte sie nicht lesen, weil meine Zeit verschwendet wurde. So, und 3 Bücher ist echt untertrieben. Mein Traumberuf. Damals natürlich was mit Hunden. Hundesitterin. Ja gut, ich wollte halt unbedingt einen Hund haben. Jetzt, wo ich einen Hund habe, bin ich natürlich irgendwo Hundesitterin. Und ich weiß aber, dass ich früher auch immer darüber nachgedacht habe, ob ich irgendwie in Richtung Erzieherin gehe oder so, weil ich Kinder auch schon über alles immer geliebt habe, um mit denen zu spielen und mich um die zu kümmern und so. Also so Erzieherin hätte ich auch toll gefunden oder irgendwie was mit Menschen, so psychologisch. Das wäre so mein Ding gewesen. Aber ich habe mich letztendlich doch für die darstellerische Richtung entschieden, weil das einfach immer schon, also stand bei mir immer an erster Stelle Schauspiel und deswegen mache ich ja auch genau das und studiere genau das, damit ich das später machen kann. Also entweder Moderatorin oder Synchronsprecherin oder Schauspielerin oder am besten alles zusammen. Mal sehen, was nachher dabei rauskommt. Aber das ist so mein Traumberuf heute, glaube ich. Dann habe ich richtig süß, wie ich damals anscheinend war, geschrieben zu Ich schwärme für. War ja immer so der kritische Punkt, wo alle gedacht haben, oh, jetzt wird's aber spannend. Auf wen steht sie denn mit 6 oder 7? Ich habe geschrieben für meine Familie. Ich habe für meine Familie geschwärmt, weil ich die immer schon sehr geliebt habe und nicht auf der romantischen Ebene, sondern einfach jeder andere Mensch, der seine Familie eigentlich auch liebt. Schon süß, wie ich das geschrieben habe, ne?
Das ist schon niedlich. Und danach habe ich noch geschrieben, deine Kaya. Obwohl das eigentlich mein Freundebuch ist, aber da untersteht deine Doppelpunkt. Und ich glaube, das war's. Und tatsächlich sehr interessant, was ich damals reingeschrieben habe und wie ich darauf heute geantwortet habe. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das so unterscheidet an manchen Punkten. Achso, für wem ich natürlich heute schwärme, ist natürlich immer noch meine Familie. Aber ich schwärme natürlich auch für meinen Freund. Und das wird echt cringy. Okay, ich lasse diesen Punkt einfach jetzt mal. Nein, aber echt ganz interessant, da nochmal reingeschaut zu haben. Ich hoffe, ihr fandet das genauso interessant. Schreibt auf jeden Fall nochmal in die Kommentare, was wollte ich von euch wissen? Ich wollte irgendwas von euch wissen. Genau, ob ihr auch solche Freundebücher hattet oder habt oder wie auch immer. Lasst doch noch Ideen in den Kommentaren da, falls euch einfällt, was ich noch machen könnte. Also, letztes Mal hatte ich das auch gesagt oder hatten ganz viele auch so Top 10 Videoarten geschrieben und ich wollte gar nicht das Ganze so auf Top 10 versteifen. Oder 10 Facts oder so. So Formate, die ich halt über mich machen kann. So wie das jetzt. Also seid noch mal ein bisschen kreativ. Und falls euch was einfällt, schreibt es auf jeden Fall auch unten rein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich sage jetzt, niemand ist perfekt. Macht's nicht gut, macht's besser. Und ciao.